die Müllmänner, also die Fachkräfte, alle bleiben ein bisschen unentdeckt, aber das sind genau die gleichen Helden wie eigentlich alle anderen. Wenn wir dann, sage ich mal, schließen, wäre das Chaos pur. Ich bin der Niklas Alexander Sartorius. Ich habe die Ausbildung zur Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft gemacht. Mein Name ist Jan Mengesdorf. Ich bin gelernte Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft. Ich bin dafür da, dass auch in Krisenzeiten die Abfälle in komplett Deutschland fachgerecht entsorgt werden. Dass wir nicht im Müll versinken. Müll wird es immer geben. Aber die richtige Entsorgung, also die fachgerechte Entsorgung, muss halt auch geschult werden, sei es mit Personal, mit Entsorgungsstellen, Möglichkeiten zu Recycling. Das ist auch einer der Berufe, der eigentlich niemals aussterben wird. Hierzulande wird es wahrscheinlich aussehen, wenn wir unseren Job nicht machen, ich würde mal sagen weltunter, dass jeder vor dem eigenen Haus seine eigene Mülldeponie hat. Alles auf den Straßen, das heißt, es liegt einfach rum, das wird nach einer Zeit stinken, wenn da die Sonne drauf scheint. Bei Wind, Schnee, bei allem Möglichen. Es wird auch durch den chemischen Prozess würden auch sich Flüssigkeiten am Boden bilden, wo auch die Rutschgefahr bei Rädern, also beim Fahren, beeinflussen würde. Während der Pandemiezeit haben wir jetzt einen Schichtbetrieb eingeführt, dass morgens nur bis 15 Uhr der eigene Betrieb aufrechterhalten wird mit den Abfuhren und ab 15 Uhr bis 19 Uhr abends die Privatkunden auf die Anlage gelassen werden. Und was auch so die Hygienemaßnahmen betrifft, wir arbeiten ja sowieso auf einer Deponie. Man hat schon Hygienemaßnahmen vor der Pandemie gehabt. Natürlich jetzt durch die Pandemie noch mal verstärkt, dass man wirklich darauf achtet, Handy desinfizieren, diesen Abstand einhalten, Maske aufziehen. Durch das Corona hat sich natürlich auch viel bei uns im Arbeitsklima geändert, sei es mit Früh- und Spätschicht, dass man getrennt Pause machen, das heißt nur zwei Personen Pause, eine halbe Stunde danach die anderen zwei, dass man sich dann gegenseitig ablöst. Dadurch, dass wir halt im Schichtbetrieb arbeiten, können wir sicherstellen, dass auch die Arbeit weiter fortgeführt wird. Da halt wirklich dann nur eine Schicht betroffen wäre, wenn es zu einem Vorfall kommt. Schulen waren geschlossen, viele waren im Homeoffice zum Beispiel. Natürlich hat sich viel mehr Müll jetzt, sag ich mal, angesammelt. Dadurch, meinetwegen, das Zimmer zu renovieren, den Dachstuhl mal sauber zu machen, den Garten zu machen. In dem Sinne, dass es Probleme gab, jetzt das zu bewältigen, eigentlich nicht. Man hat es doch hingekriegt, dann gab es halt einfach Überstunden. Aber an sich hat es gut geklappt, die Leute sind alle versorgt worden. Es gibt immer wieder Kunden, die vorbeikommen, sich bedanken, dass wir immer noch offen haben, dass sie ihren Abfall hier entsorgen dürfen oder können sogar. Die Leute sind doch eigentlich auf uns zugekommen, haben das wirklich respektvoll uns wiedergebracht, dass wir einfach für sie da sind.